Für das Zeichnen von irgendwelchen Figuren, zum Beispiel auch von Laborgeräten für die Chemie, aber durchaus auch für Mathematik, verwende ich also zum Zeichnen sehr häufig Hilfslinien. Und da gibt es in Inkscape zwei Möglichkeiten, nämlich einmal die Gitter und einmal die Führungslinien. Fangen wir mit den Führungslinien an. Im Gegensatz zum Gitter sind also die Führungslinien quasi einzelne Linien, mit denen ich etwas festlegen kann und eine Position festlegen kann. Führungslinien kann ich zum Beispiel erzeugen, indem ich einfach auf das Lineal klicke, mit der linken Maustaste festhalte und dann das nach unten ziehe. Man sieht unter meinem Mauszeiger einen Punkt, das ist der sogenannte Führungslinienursprung. Dieser Führungslinienursprung hat selber nicht nur die Führungslinie, sondern auch dieser Führungslinienursprung eine gewisse Anziehungskraft. Deshalb schiebe ich ihn ein bisschen zur Seite, dass er mich also nicht stört. Und dann kann ich also zum Beispiel mehrere waagrechte Linien runterziehen. Wenn ich rechts vom Lineal aus ziehe, bekomme ich dann also meine senkrechten Führungslinien. So, der Führungslinienursprung, der ist immer genau da, wo ich den Mauszeiger hatte, wenn ich das Ganze bewege. Und dann kann ich eben die Führungslinien zum Beispiel auch nutzen, um Objekte auszurichten. Wobei sowohl die Führungslinie selber genutzt wird, um etwas auszurichten, aber zum Beispiel sogar auch die Überschneidung dieser Führungslinien. Die werden also gezielt auch oder können gezielt auch angewählt werden. Das möchte ich gerade mal hier mit Hilfe von diesem Pfadobjekt zeigen. Also ich kann einrasten lassen an der Führungslinie, aber auch an der Gitterüberschneidung. Das ist also eben die Überschneidung, wo die Führungslinien sich treffen. So, das heißt, man kann mit Hilfe von den Führungslinien also Objekte sehr gut ausrichten. Das nutze ich zum Beispiel, wenn ich ein Laborgerät zeichnen will und ich habe zum Beispiel eine Vorlage, ein Foto, dann richte ich das Foto einigermaßen aus, dass es senkt, dass die senkrechten Linien auch senkrecht aussehen und nutze dann die Führungslinien, um dafür zu sorgen, dass meine gezeichneten Linien auch wirklich senkrecht sind. Ein kleiner Trick noch, den ich gelernt habe, beziehungsweise den ich mir selber ausgedacht habe. Und zwar, wenn ich einen Mittelpunkt haben will, das ist bei Geräten ja manchmal wichtig, mache ich das meistens so, indem ich schräge Führungslinien verwende. Und zwar kann ich die bekommen, indem ich nicht in der Mitte unterziehe, sondern schräg. Und zwar kriege ich hier einmal einen 45-Grad-Winkel quasi in die eine Richtung und von hier 45-Grad-Winkel in die andere Richtung. Und mit Hilfe dieser zwei schrägen Führungslinien kann ich dann in der Mitte, wo die sich schneiden, dann eine Linie einzeichnen und dann habe ich eben tatsächlich genau den Mittelpunkt. Und habe dann zum Beispiel die Möglichkeit, also eine symmetrische Figur zu zeichnen. Damit diese Führungslinie überhaupt funktionieren, muss ich übrigens hier rechts unten das aktiviert haben. Also dass meine Maus oder meine Knotenpunkte oder die Kanten, die ich da habe, überhaupt in den Führungslinien einrasten. Löschen kann ich diese Führungslinien leider, soweit ich mitbekommen habe, nicht alle auf einmal, sondern ich lösche sie entweder einzeln, indem ich sie quasi einfach rausziehe. Oder, das ist die Alternative, die natürlich bei vielen Führungslinien ein bisschen schneller geht, ist, ich blende sie quasi einfach aus. Sie sind dann aber immer noch da und wenn ich an einer bestimmten Stelle neue Führungslinien brauche, dann stören die so ein bisschen. So, jetzt zum Gitter. Also hier ist bereits eingeschaltet am Gitter einrasten. Ich habe momentan aber kein Gitter zu sehen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Hier kann ich es einschalten. Und so ein Gitter funktioniert dann genauso wie eine Führungslinie, nur dass ich eben ganz viele Führungslinien habe. Wenn wir das gerade mal gucken, da heißt es dann meistens an Gitterüberschneidung wird eingerastet. Das ist also so ähnlich wie wenn ich einen Schnittpunkt habe bei mehreren Führungslinien, dass ich da das Ganze einrasten lassen kann. Diese Gitter sind nicht absolut festgelegt in der Größe, sondern die verändern sich in der Größe.
Man sieht, dass sich also das Gitter dann quasi anpasst. Kann man gut oder schlecht finden. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so genau damit beschäftigt, wie ich das verhindern kann, wenn ich das wirklich haben will. Aber vielleicht will ich tatsächlich ja mal ein anderes Gitter haben. Und dann kann ich das über das Dateimenü bei den Dokumenteneinstellungen regeln. Man muss dazu wissen, also hier habe ich übrigens Führungslinien, kann ich ein bisschen was dazu einstellen, aber das ist, denke ich, eher weniger wichtig, ist aber das hier wichtiger. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass wenn ich Inkscape einschalte, eigentlich gar kein Gitter definiert ist, aber indem ich sage, zeige mir ein Gitter an, wird quasi so eine Art Standardgitter erzeugt und das ist dann hier das definierte Gitter. Wenn ich ein anderes haben will, dann kann ich mir hier ein neues erzeugen und da gibt es die Möglichkeit eben rechteckiges Gitter oder axonometrisch und das möchte ich gleich zeigen, weil ich da eine schöne Anwendung dazu gefunden habe. Also hier die Einstellungsmöglichkeiten, ich denke, das ist nicht allzu kompliziert. Punkte statt Linien entfernen, das sollte soweit klar sein. So, aber gucken wir uns doch mal so ein axonometrisches Gitter an. Dazu schalte ich das da hier mal auf unsichtbar, damit es mich nicht stört und erzeuge ein neues axonometrisches Gitter. Also, ich glaube, man kann eben auch in diesem Fall sagen, dass das ein isometrisches Gitter ist. Das ist abhängig vom Winkel und auch von den Abständen hier. Und das Interessante ist halt, dass man damit zum Beispiel recht gut Schrägbilder zeichnen kann, also zum Beispiel von Würfeln. Das möchte ich mal gerade demonstrieren. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit diese einzelnen Gitterlinien ein bisschen weiter auseinander sind. Und dann könnte ich mir zum Beispiel relativ schnell ein Schrägbild von einem Würfel erzeugen, indem ich quasi mit Bezier-Werkzeug hier mal auf die Gitterlinienüberschneidung draufklicke, das Ganze nochmal mache und noch einmal für die Vorderfläche. So, und schon habe ich quasi das Schrägbild eines Würfels. Was ein bisschen unpraktisch ist, der hat zu spitze Ecken. Das müsste ich also korrigieren. Und noch besser sieht das Ganze aus, wenn man dann die Seiten ein bisschen anders einfärbt. Dazu mache ich mal Folgendes. Zunächst mal Muster der Kontur rund einstellen, vielleicht auch ein bisschen kleiner. Und dann nehme ich die einzelnen Flächen und färbe sie mir irgendwie ein. So. Und wenn ich jetzt die weiteren, ich mache es ein bisschen dunkler, weil das ja leicht schattiert ist, wenn ich die weiteren Füllungen einschalte, dann kriege ich immer die gleiche Farbnuance, nur ich verstelle das natürlich so ein bisschen. So. Und so habe ich zum Beispiel eben den Eindruck eines Würfels, der schräg, auf den ich schräg drauf gucke. Das Ganze kann ich dann natürlich weiter treiben. Ich kopiere das Ganze mit Steuerung G und kopiere es und kann dann relativ schnell mir solche Würfelfiguren erstellen. Bisschen problematisch ist, wenn ich etwas, was ich neu zeichne, nach hinten gebe. Entweder lösche ich dann, indem ich per Doppelklick in die Gruppe reingehe, hier diese Fläche. Oder ich mache es gerade mal rückgängig. Ups, das war nicht gewünscht. So. Ich verschiebe quasi die ältere Figur nach hinten, dann wird die automatisch dann von der neueren verdeckt. Oder ich muss eben die Sichtbarkeit, die Höhe quasi da einstellen. So, und das finde ich also eine perfekte Möglichkeit, eben solche Schrägbilder zu erstellen. Da hilft mir dieses isometrische Gitter wirklich perfekt. Wenn ich ein anderes Gitter will, also eine andere Richtung der Ansicht, einen anderen Winkel, dann kann ich das ja hier über Dokumenteinstellungen auch wieder vornehmen. Aber ich denke, so ist es durchaus auch verwendbar.
So, ja, Gitteransicht an- und ausschalten, das hatte ich ja schon gesagt. Da gibt es, glaube ich, nicht weiter zu sagen. Also Gitter und Führungslinien sind wichtige Hilfsmittel, wenn man Zeichnungen haben will mit senkrechten oder speziell ausgerichteten Linien. Und dazu sind gerade die Führungslinien sehr wichtig, aber eben auch die Gitter für spezielle Zeichnungen wirklich sehr sinnvoll.